Rund 400 Radsportler beteiligten sich an der vierten Auflage des Ötztaler Radtages. Nebst hochalpiner Bergwelt mit Zieleinlauf am Rettenbachgletscher auf 2670 Meter schätzten die Teilnehmer vor allem die für Autos gesperrte Strecke. In den Pulk der Radler mischten sich auch Radprofi Thomas Rohrecker und der Ötztaler Lokalmatador Patrick Grüner. Der Ötztaler Radtag gilt als Breitensportveranstaltung, die es in sich hat. Vom Start in Sölden sind immerhin 1300 Höhenmeter, eine Distanz von 13 Kilometern und eine durchschnittliche Steigung von 11% bis zum Ziel am Rettenbachgletscher zu überwinden. Auch in diesem Jahr wagten sich wieder Radsportler aus ganz Tirol sowie Urlaubsgäste an diese Herausforderung, welche den ganzen Sommer über im Rahmen der Ötztaler Radtrophäe mit fix installierter Zeitnehmung erfahren werden kann. Reihen der Teilnehmer dominierten zwar die Straßenräder und Mountainbikes, unübersehbar beteiligten sich auch E-Bikes an der Veranstaltung. Die elektrounterstützten Fahrräder ermöglichen so auch Familien, gemeinsam auf den Gletscher zu radeln. Ich bin der Thomas Rohrecker, zuerst einmal Hallo an alle, und ich bin Rennradlprofi aus Tirol und ich bin heute da beim Ötztaler Radltag dabei. Ich bin aufgefahren auf dem Rettenbach Ferner und es war heute ein super schöner Tag. Ich bin der Grüner Patrick von Lengefeld, bin ja Radlfahrer und ja, mir hat der Rüsserbahn gefragt, ob er mitfahren möchte mit den Leuten da auf dem Gletscher, und ich habe natürlich fahre ich mit, weil es mir einfach taugt. Ich bin Digidi Herget, ich mache die Woche Urlaub hier bei meiner Tochter, die hier arbeitet. Und wir haben die Chance genutzt, da mal mitfahren zu können. Weil bei uns daheim gibt es nicht so schöne Berge. Ja, optimal. Also ich bin ja schon oft da, ich bin ja Stammgast. War schon oft da für Trainingslager, auch zusammen mit dem Team. Und ich bin immer wieder gern da, wenn ich mich auf große Rennen vorbereite. Nütze ich oft das Ötztal zur Vorbereitung für meine nächsten Rennen. Cool, war gut. Also streckenweise mussten wir schon mal ein wenig beißen, aber im Großen und Ganzen ging es gut. Ich bin Profi und von dem her gehört ja das, ist ja das meine tägliche Arbeit, sage ich mal. Und eigentlich war heute mein Ruhetag. Und ich habe jetzt doch gesagt, dass ich heute auffahre, aber heute schön gemütlich in einem komotten Tempo. Und von dem her war das ein netter Tag heute. Ja, es kommt jetzt drauf an, es ist schon anstrengend. Aber ich sag, wenn man jetzt in normalen Training fährt, so wie heute mit dem Dummy, war es eigentlich angenehm zu fahren. Und natürlich, wenn man mal Intervalle oder mal Vollgas auch erfährt im Rennen, ist natürlich einer der steilsten Berge in Österreich.